On the morning of 7th of October, Hamas terrorists launched a barbaric attack over Israel civilians, women and children. According to Israel Defense Forces, an estimated number of 3,000 terrorists crossed the border during a holiday with the agenda of kidnapping as many people as possible. The abducted people are not only Israelis, but people from Tanzania, Mexico, Thailand, Sri Lanka, Nepal, Muslims, Jews, Christian, Buddhist, mother with children, elderly people, and even babies. The Islamic terror organization Hamas spared no one and turned this tragedy to an international one. As an Israeli kid who grew up in the 90s during the Oslo Agreement and the Jordan Peace Agreement, I was brought up for peace. We were asked in elementary school to draw a picture of peace and to sing songs about peace. And that's how I know that Israel is not interested in this war, but this war was forced upon Israel. Where the agenda of these terrorists was to kidnap as many people as possible, the agenda of the war in the Gaza Strip is to bring everyone back home. Liebe Anwesenden, mein Name ist Aloni Schei, ich bin Präsident der Jüdischen Österreichischen Hochschülerinnen. Ich bin unendlich dankbar für den Mut der Angehörigen der entführten Geiseln, die in der wahrscheinlich schwierigsten Zeit ihres Lebens die Kraft schöpfen, um uns heute von ihrer untragbaren Situation zu berichten. Was bedeutet es, ein Vater, eine Mutter, einen Bruder, eine Schwester, einen Sohn, eine Tochter, Familie und Freundinnen in die Gewalt einer antisemitischen Terrororganisation wie der Hamas zu verlieren? Das ist alles nicht greifbar. Deswegen haben wir die Verpflichtung, ihnen zuzuhören und ihnen Gehör zu verschaffen. Wir erleben zeitgleich massive Übergriffe auf jüdisches Leben auf der ganzen Welt. Pogromartige Zustände im russischen Dagestan, bei denen antisemitische Mobs Hotels und Flughafen nach Jüdinnen und Juden durchsuchen. Häuser, in denen Jüdinnen und Juden leben, werden mit Davidsternen markiert. Brandanschläge auf jüdische Einrichtungen in Wien. Liebe Anwesenden, das, was jüdische Gemeinden zurzeit erleben, ist kaum in Worte zu fassen. Wir sind gezwungen, uns zu wehren. Das macht müde. Und doch wissen wir, es ist überlebensnotwendig. Diese Lektion hat uns die Geschichte gelehrt, vor allem hier in Österreich. Und das nicht nur, weil Österreich ein Täterland ist, sondern auch, weil es hier in Wien heute vor 3 Jahren vor dem Gemeindezentrum einen grausamen islamistischen Terroranschlag gab. Trotzdem ist unser Leid nichts, ich betone nichts, im Vergleich zu dem, was die Familien der entführten Geiseln durchleben müssen. Ich bin nicht in der Lage, für sie zu sprechen, und dennoch weiß ich, wir müssen alles daran setzen und mit Nachdruck einfordern, dass die Hamas den untragbaren Terror ein Ende setzt und endlich die 239 entführten Geiseln freilässt. Daran führt kein Weg vorbei. Deswegen sage ich, bring them home now. Bringt sie endlich nach Hause. Wir stehen heute hier, um genau dafür einzustehen, um ein Zeichen zu setzen gegen den Terror und für die Hoffnung, eines Tages in Frieden leben zu können. Vielen Dank, Am Yisrael Chai. Zuerst Daniel Jess, wieder den Text von Michael Grünmeier. Danke.
Guten Abend. Was für eine verkehrte Welt. Ist denn jeder moralische Kopf als Kippe geworden? Nach dem unbegreiflich grausamen Überfall der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger habe ich selbstverständlich damit gerechnet, dass weltweit eine Welle der Solidarität mit Israel aufbaut. Dass diese Verbrecher ihre Untaten auch noch mit ihren Handys filmen und in die Welt hinausschicken, da dachte ich, das wird die härtesten Sympathisanten abstoßen. Es kann doch keine Sache geben, die rechtfertigt, dass kleine Kinder getötet werden. Und dass man auch noch damit prahlt. Tun wir doch nicht so, als wären diese Verbrecher, diese Gangster, zurückgebliebene Unmündige, die nicht für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden können. Was wollen jene, die auch jetzt noch diese Gräueltaten verteidigen und sagen? Seht her, so weit sind diese Menschen getrieben worden, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als Säuglinge zu massakrieren und ihren eigenen Kindern Sprengstoffgürtel umzubinden, damit sie sich für die gute Sache selbst in die Luft sprengen. Und das wird dann als heroischer Akt der Befreiung gefeiert. Das ist ekelhaft. In meinem ganzen Leben ist mir nichts Ekelhafteres begegnet. Ja, ich habe damit gerechnet, dass weltweit Hunderttausende auf die Straße gehen und ihre Sympathie für Israel kundtun. Das Gegenteil war der Fall. Das wird auch als die große Schande der Linken in die Geschichte eingehen. Geringste Malheur. Meine Sympathie, meine Solidarität gehören in diesen Tagen Israel und seinen Bürgerinnen und Bürgern. Michael Köhlmeier, Dankeschön.